Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und auf meinem Kanal. Ihr fragt euch sicherlich oft, wie kann ich mich für ein Fotoshooting richtig schminken und was muss ich dabei beachten? Und genau das zeige ich euch heute. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Das geht ganz einfach, ihr klickt einfach auf den Button Abonnieren, klickt das Glöckchen und dann verpasst ihr nie mehr ein Video von mir. Ich lade zweimal in der Woche ein Video hoch, immer mittwochs und sonntags. Und jetzt kommt noch der kleine Disclaimer wie immer. Alle Produkte, die ich hier benutze, die habe ich alle selbst gekauft, selbst ausgesucht und selbst bezahlt. Es ist keine bezahlte Werbung, keine bezahlte Kooperation und ich habe auch keine Produkte in PR erhalten. Und jetzt viel Spaß beim Video. Wenn ich ein Fotoshooting habe, dann frage ich mich natürlich immer, wo shooten wir, was machen wir, was ist das Thema und was ziehe ich dazu an, beziehungsweise wie kann ich mich dazu schminken. Eigentlich muss das Ganze überhaupt nicht aufwendig sein. Viele denken immer, boah, Fotoshooting, da muss man mods was Aufwendiges machen. Nee, braucht ihr eigentlich gar nicht. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ihr halt eben, wie gesagt, beachten müsst. Aber ansonsten muss das überhaupt nicht aufwendig sein. Wenn ich am See shoote, dann gucke ich eigentlich immer, dass ich einen sehr bronzy Look habe, dass alles schön gebräunt ist, nicht zu viel, eher was Dezentes auf den Augen, schöner Kajal vielleicht. Man kann ja hier auch zum Beispiel mit einem blauen Kajal total toll arbeiten. Da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten. Aber wenn ich zum Beispiel sowas am See mache, dann gucke ich immer, dass es sehr dezent ist. Mache ich eher was in der Stadt oder einen Business-Look, dann wird das Ganze natürlich ein bisschen aufwendiger, gerne dann auch mit roten Lippen. Das kommt halt immer darauf an, was man machen möchte und auch natürlich, wie man sich wohlfühlt. Das ist ganz wichtig. Also es bringt nichts, wenn man sagt, ich hau mir jetzt wunderweiß was alles ins Gesicht und fühle mich aber eigentlich überhaupt nicht gut damit, dann lasst es lieber. Genauso ist es auch bei der Klamottenauswahl. Zieht an, worin ihr euch wirklich wohlfühlt, was gut passt und was auch gut an euch sitzt und worin ihr euch einfach ganz frei bewegen könnt. Dann ist der Rest ein Kinderspiel. Wenn ich ein Fotoshooting habe und mir so ein bisschen das Gedanken über das Motto gemacht habe, dann gucke ich eigentlich immer, okay, welche Produkte benutze ich. Und meistens ist es wirklich nicht aufwendig. Also es ist oftmals wirklich sehr simpel geschminkt, sehr einfach geschminkt. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich benutze zum Beispiel ganz gerne eine getönte Tagescreme. Da benutze ich zum Beispiel super gerne die Glow Cherry von L'Oreal. Das ist diese hier. Die macht einen super schönen gebräunten Teint und die sorgt auch für richtig schönen Glow auf der Haut. Sieht super natürlich aus. Die mag ich zum Beispiel gerne. Gerne dann auch in Verbindung mit einem sehr deckenden Puder. Da benutze ich oftmals dieses auch von L'Oreal, das Infallible Puder. Das ist eine Puder Foundation, die eben, wie gesagt, zusätzlich nochmal eine Deckkraft hat. Das mag ich ganz gerne. Es sieht halt sehr schön natürlich aus. Und es sieht halt auch immer sehr leicht auf der Haut aus. Und so fühlt sich das dann auch an. Wenn ich zum Beispiel starke Unebenheiten im Gesicht habe, dann benutze ich zum Beispiel auf jeden Fall diese Foundation hier. Das ist die Dermacol. Die hat eine Hammer-Deckkraft. Also man hat danach ein komplett neues Gesicht. Sie liegt jetzt auch nicht so schwer auf der Haut und die hat eigentlich auch ein sehr schönes Finish. Also die habe ich gerade kürzlich in einem Fotoshooting auch benutzt. Die sieht wirklich sehr, sehr, sehr schön aus. Also das kann ich zum Beispiel auch sehr empfehlen. Gerne benutze ich zum Beispiel auch die Foundation von Suku. Die ist aber halt auch sehr feuchtigkeitsspendend und halt auch sehr glowy auf der Haut. Das heißt, wenn es sehr warm draußen ist, würde ich sie zum Beispiel eher weniger verwenden, weil sie halt dann schnell verschmiert, trotz Setting. Ich werde heute die Foundation von Charlotte Tilbury benutzen. Das ist die Airbrush Flawless Foundation, diese hier. Und die werde ich in Kombination mit meinem Concealer benutzen. Da benutze ich heute den True Skin Concealer von Catrice. Den mag ich auch ganz gerne, weil er eine sehr schöne Deckkraft hat und super gut unter den Augen sitzt. Beim Concealer könnt ihr zum Beispiel auch darauf achten, dass er nicht zu trocken ist, nicht zu matt. Denn sonst setzt er sich hier sehr stark auch mal in den Fältchen ab, gerade wenn man es dann auch gepudert hat. Und das sieht man auf den Fotos oftmals sehr stark. Deswegen benutze ich heute den True Skin Concealer von Catrice. Der ist nämlich sehr hoch von der Deckkraft, aber immer noch cremig genug, dass er halt eben nicht so sehr verrutscht. Thank you.
Die Foundation und den Concealer habe ich jetzt gut eingearbeitet. Wichtig ist auch, dass ihr, wie gesagt, Foundation und Concealer gut einarbeitet und dann das Ganze hinterher auch noch settet. Habe ich jetzt zum Beispiel nur eine getönte Tagescreme drauf, dann benutze ich eine Puder Foundation mit mehr Deckkraft. Habe ich aber jetzt so wie heute eine Foundation mit genügend Deckkraft aufgetragen, dann nutze ich natürlich ein Puder, um den Glow und das schöne Finish auf der Haut zu erhalten. Dazu benutze ich mein Puder von Make-Up Coach. Das ist eine ganz große Empfehlung von mir. Sag's immer wieder, denn das erhält wirklich den Glow auf der Haut und settet euer Make-up perfekt. Jetzt trage ich natürlich noch Bronzer und Blush auf. Da nehme ich diese beiden Produkte. Die sind beide von Make-Up Coach und ich habe sie auch schon mehrfach in meinen Videos gezeigt. Die mag ich unheimlich gerne, denn die haben ein tolles Finish, die lassen sich super verblenden und haben eine ganz, ganz, ganz super schöne, besondere Farbe. Meine Base ist fertig, jetzt komme ich auch schon zu den Augen. Was mir hierbei jetzt noch einfällt, wenn ihr Puderlidschatten verwendet, dann macht eure Augen vor der Base. Also beginnt mit den Augen und tragt dann erst die Base auf, denn wenn euch hier was runterkrümelt, bei Puderlidschatten kommt das ja öfters mal vor, dass einer Vorlaut hat, dann kann es sein, dass ihr den halt hinterher nicht mehr so gut ausgebessert bekommt. Und das wäre halt schade, wenn dann hier gerade unter dem Auge die Base zerstört wäre. Ich werde jetzt einen Cream Eyeshadow verwenden. Da benutze ich von Maybelline den Colored 2. Das ist dieser hier. Und das ist die Farbe 35 On and On Bronze. Den mag ich unheimlich gern und den benutze ich auch super gern für Fotoshootings, weil er halt so simpel und so einfach ist. Und weil er natürlich ultra, ultra, ultra lange hält. Also das ist ganz krass. Wenn ich den auftrage, das geht auch ganz einfach. Das mache ich mit dem Finger, dann verblende ich den noch kurz mit einem fluffigen Pinsel. Fertig. Der hält den ganzen Tag und den gibt es ja auch in verschiedenen Farben. Ich benutze jetzt so im Sommer, wenn ich ein schönes Outdoor-Shooting habe, da benutze ich den ganz gerne und zwar eben in diesem Bronzy-Ton. Das gefällt mir richtig gut und der sitzt halt ultra gut. Dadurch, dass ich jetzt Cream Eyeshadow verwendet habe, ist es natürlich ganz einfach gewesen und ich habe null Fallout. Deswegen konnte ich natürlich auch meine Base vorher machen. Denkt halt einfach dran, wenn ihr Puderlidschatten verwendet, dann macht am besten als erstes die Augen und dann die Base. Ich werde jetzt noch einen Kajal auftragen. Da benutze ich von Essence den Kajal mit der Farbe Teddy. Das ist dieser hier. Das ist auch so ein schöner Gold-Bronze-Ton und den trage ich direkt am oberen Wimpernkranz auf und den werde ich dann auch noch ein bisschen verblenden. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt für jedes Fotoshooting beziehungsweise für mich, für meine komplette Schminkroutine, das sind die Augenbrauen. Ich benutze dafür auf jeden Fall einen Augenbrauenstift, das ist dieser hier von Rosalind. Und dann benutze ich danach den Brow Colorist von Catrice, das ist das Augenbrauengel. Jetzt setze ich mir noch ein paar Highlights am Inner Corner vom Auge
unter der Augenbraue und auf meinem Lippenherz. Jetzt kommen wir zur Mascara. Da ist auch noch ein bisschen was zu beachten. Hat man zum Beispiel ein Fotoshooting am See oder ist es besonders heiß draußen, dann empfiehlt es sich, eine wasserfeste Mascara zu benutzen. Da gibt es ja auch in der Drogerie wirklich sehr, sehr viele, sehr gute. Wichtig ist halt auch, benutzt vielleicht zwei verschiedene Mascaren. Also zum Beispiel eine, die mehr Schwung und Volumen zaubert und eine, die mehr die Wimpern trennt. Denn dann könnt ihr das Beste aus euren Wimpern rausholen und wirklich auch das komplette Maximum aus euren Wimpern rausholen. Ihr wisst, ich mache das grundsätzlich so. Ich benutze als erstes die Sky High Mascara von Maybelline und danach die Falsies Lash Lift Mascara von Maybelline. Die haben halt verschiedene Bürstchen und verschiedene Konsistenzen und dadurch holt man einfach das Allermeiste aus den Wimpern raus. Jetzt kommen wir zu den Lippen. Da kommt es natürlich auch wieder drauf an, was ihr vorhabt. Seid ihr irgendwo am See oder am Strand, dann bietet sich das natürlich an, ein ganz zartes Gloss zu benutzen. Das sieht super schön auf Bildern aus. Da könnt ihr auch gerne was nehmen, was so leicht bronzy ist. Also wirklich, da seid ganz frei. Aber das kommt auf jeden Fall auf Bildern immer super gut rüber und sieht halt sehr natürlich aus. Ihr könnt natürlich auch was Knalligeres nehmen. Ich benutze heute zum Beispiel dieses Produkt. Das ist ein Lippenprodukt von Kess. Das ist ultra schön. Das ist so ein Lip-Tint. Das ist halt eine super, super schöne Farbe. Die benutze ich zum Beispiel auch gerne, wenn ich so Business-Shootings habe oder auch wenn ich irgendwo so ein bisschen mehr schicker fotografiert werde. Dann kommt dieses Produkt ziemlich gut. Deswegen, ich werde das heute benutzen und es passt halt natürlich auch mit dem sehr dezenten Augen-Make-up super überein. Zuvor werde ich jetzt noch einen Lip Liner auftragen, da benutze ich diesen hier, der ist von Essence in der Farbe Rot. So, ihr Lieben, das ist jetzt der fertige Look. Ihr habt gesehen, super simpel, super einfach, super effektiv, für jedes Fotoshooting geeignet und ich habe jetzt insgesamt nicht mal 30 Minuten gebraucht. Also ich würde sagen, das ist ein super schneller und super schöner Look für jedes Fotoshooting. Traut euch was, geht raus, macht Bilder, habt Spaß. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, denn dann verpasst ihr nie mehr ein Video von mir. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.